Vielen Dank. Dann möchte ich jetzt gerne für das Publikum öffnen. Stellen Sie bitte gerne die Fragen, die Sie haben. Oder auch, es sind ja einige der Autorinnen und Autoren da, der Filmschaffenden und der Produzenten. Auch Sie haben ja hier vielleicht Beiträge nochmal, die Sie einbringen wollen, welche Erfahrungen Sie konkret gemacht haben. Yes, I was interested in your comment made with a bit of a chuckle, that what about the idea of having a task force for earthquakes, for example? Now, exactly, what about the idea of having that? There is actually an organization in the UK that does exactly that, and we have raised the question that you raised. But I think there's another element to the process that perhaps we could consider, which is, as well as the general educational information one, is the opportunistic one, that there are examples of success. And if we can treat those as nuclei and build on them, we can sometimes get an advance. And I was struck, for example, with the example of Hitzewelle, the heat wave, where the guy on Monday said, we didn't expect it to work, but then it did. And it actually was quite good. And it was quite good. I mean, it nearly won our prize. And it seems to me there is an opportunity one could go in if one had a task force and actually talk to the people, explain a bit why it worked, and offer some more. Quickly, some more ideas in the same genre. I mean, like your earthquake task force and so on. So I think if we look around for areas where success has happened, perhaps one needs something like a task force, of which Mintiff would be the obvious host, to actually go out and act. Also ich denke ja, da gibt es viele Felder und Sie sprechen das Geoforschungszentrum an, die haben so etwas, aber es ist halt noch nicht als Fernsehformat abgebildet. Und ich glaube, da gibt es viele Sachen. Wenn man die Idee hat, diese Themen aufzugreifen, prima. Und vielleicht brauchen wir noch mehr eine Taskforce sozusagen, um aktuelle Themen schnell aufzugreifen und schnell zu vermitteln, dass wir in diesem Vermittlungsprozess schneller sind. Ich glaube, da sind Sie schon sehr gut dran, aber das ist vielleicht ein Punkt, wo wir auch seitens der Forschungsorganisationen noch mehr tun, denn Zeit ist da eine kritische Komponente. Ja, mein Name ist Conny Walter, ich bin Regisseurin. Hier bin ich, hier. Hier. Regisseurin und auch Autorin. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, als Sie vorhin von dem Wissenschaftler erzählt haben, ja, dann ging es mir so, dass ich gedacht habe, ich habe sehr viel Sympathie für diesen Mann, der sich scheut, in eine Telenovela reinzugehen und zu sagen, muss ich das wirklich machen? Oder auch in der Bildzeitung ein Interview zu geben, weil das Problem ist doch, was passiert. Und ich habe eins von den Projekten mal am Rande gelesen, wo es eigentlich vordergründig auch um Klimaerwärmung ging und so. Das Problem ist, das kann ja sein, dass es im Ursprung interessant mal war. Also der Gedanke ist ein kluger Gedanke zu sagen, wir beschäftigen uns mit Themen, die uns angehen, zum Beispiel Klimaerwärmung, ja. Und dann passiert aber, dass dann ein paar Leute, wissenschaftliche Berater da sind, mit Autoren reden, die Autoren schreiben sich das alles schön auf. Und dann durchläuft das einen Prozess, ja, bis es dann, wenn es realisiert wird, dass am Ende, wenn Sie sich das dann angucken, höchstwahrscheinlich, und ich habe diesen Prozess schon beigewohnt, indem ich diese Bücher gelesen habe und ich lehne sie ab, ja, ich mache sowas nicht, ja. Aber dann haben Sie genau das Problem, dass Sie am Ende dastehen und sagen, ja, wozu bin ich denn jetzt da bitte schön benutzt worden, ja. Das darf man eben nicht vergessen. Eigentlich müsste, das ist jetzt vielleicht ein naiver Wunsch, ja, aber eigentlich müsste so eine Entwicklung bis zum Ende gehen, ja, dass man das zu Ende durchführt. Dann müsste man es eigentlich auch fast realisieren. Weil wenn sie durch die Institutionen da marschieren, in den Sendern, dann werden alle Ecken und Kanten im Allgemeinen immer abgeklättet. Das ist das große Problem. Am Ende kommt eine Harmlosigkeit heraus, ja, die dann auch nichts bringt, aus meiner Sicht. Also ich weiß nicht, was es bringt, wirklich so einen Wissenschaftler in die Telenovela reinzusetzen, wenn sie so inhaltsleer ist, wie sie im Allgemeinen in Deutschland aussieht. Also lieber wenig als gar nicht. Ja. Also wir müssen einfach mal sagen, wir fangen auf absolut null an. Und erinnert mich an das Projekt Haus der kleinen Forscher. Das habe ich halt auch für uns aufgebaut, wo wir im Kita-Bereich rangegangen, mit Erzieherinnen gearbeitet haben. Da war auch null. Mittlerweile machen 12.000 Kita mit und 750.000 Kinder. Wo man sagt, man kann das vielleicht noch besser werden, aber es geht darum, überhaupt erstmal anzufangen. Und wenn wir in dem ersten Schritt, naja, wenn wir 5% Verbesserung kriegen, ist doch gut. Und im nächsten Schritt,
setzt man auf diesem Level auf und es wird wieder besser. Also ich bin da der Meinung, lieber auf niedrigem Niveau anzufangen, als gar nicht anzufangen und die perfekte Lösung zu suchen. Das ist manchmal hart. Es ist auch manchmal frustrierend, was kommt. Und ich musste mir da auch von Wissenschaftlern Sachen anhören, was ist denn das für ein Scheiß, der da jetzt bei rausgekommen ist. Muss man machen, hat aber, kann Ihnen aber auch bei renommierten Nachrichtenagenturen passieren. Haben wir auch gehabt, wo dann Leute so lange interviewt werden, bis sie mal was Falsches sagen und dann kommt die Headline, der Nobelpreisträger war ein echter Wüterich. Das habe ich live miterlebt und der Journalist spricht nie wieder mit, der Wissenschaftler spricht nie wieder mit dpa. Also das ist keine Frage dessen, in welchem kulturellen Medium es ist. Wenn ich mit Medien rede, und das ist jetzt egal, ob Fiction oder journalistisch, es ist ein Risiko dabei. No risk, no fun. More risk, more fun. Also entweder ich spiele das Spiel mit oder es funktioniert nicht. Boah, Herr Schlender, ein Kommentar dazu. Ja, ich schließe mich dem fraglos an. Voll und ganz, gut. Dann, Herr Henning, kann ich dazu einfach auch nochmal... Okay, wir müssen hier vorne nochmal schauen. Genau. Dann würde ich sagen, danach, Herr Henning, ich gebe Ihnen schon mal das Mikro, ja? Darauf Bezug nehmen, was Frau Walter gesagt hat. Ich heiße Uta Schwarz und arbeite bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das ist eine Fachbehörde des Bundesgesundheitsministeriums für massenmediale Gesundheitskommunikation. Und in diesem Haus wird seit den 90er Jahren, ich vermute mal seit den 60er Jahren, Entertainment Education betrieben. Auch wenn das Label erst, sagen wir mal, nach 2000 darauf gekommen ist. Es gibt auch einen Artikel von mir im Bundesgesundheitsblatt von 2004, wo ich unsere Projekte genau unter diesem Stichwort, das ich mir aus der internationalen Literatur damals geholt habe, beschrieben habe. Und Frau Walter hat für unser Haus zum Beispiel den Schlangenspielfilm, tollen Spielfilm, das erste Mal, also zum Thema Sexualaufklärung inszeniert. Und ich will einfach nur aus dieser behördlichen Sicht sagen, ich war da nur ganz am Rande involviert, aber es ist eben so, dass, dass schon in den Behörden und vermutlich dann auch weiter in den Redaktionen so viele Schleifsteine da sind, dass da wenig von übrig bleibt. Aber also ich verstehe mich so und habe auch Kollegen, die sich so verstehen, dass wir, was Herr Henning vorhin sagte, die Autoren eben als die ethnologischen Seismographen der Gesellschaft verstehen. Und wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel bei MINTIF, sagen wir mal, die Widerstände von jungen Frauen gegenüber technischen Berufen, narrativ oder wie auch immer linear, nicht linear ins Bild oder in die Geschichte zu setzen, dann sind die Autoren diejenigen, die gewissermaßen fast psychoanalytisch da die Sozialisationserfahrungen und Bedingungen und so weiter aufarbeiten müssen und das in ein Buch zu übersetzen. Und ich denke auch, man muss einfach nicht nur in solchen Behörden, sondern auch in allen anderen Gremien einfach viel mehr Respekt für diese Leistung daran appellieren. Denn nur so kann es geschehen, dass zum Beispiel ein audiovisueller Content, wie das jetzt heutzutage heißt, erstellt wird, der dann vielleicht auch in Web 2.0 weitergegeben und transportiert wird. Aber das Zentrum ist aus meiner Sicht immer die fiktionale Szene, die fiktionale Geschichte. Und wenn die dann im Web oder sonst wo irgendwie ausgestrahlt wird oder auch zerstückelt und in Abschnitte unterteilt wird, es geht eigentlich immer darum, Schlüsselszenen zu finden, die bestimmte Problematiken erarbeiten. Und das geht nur auf der Filmebene. Und das sind die Autoren und die Regisseure, die das dann verstehen. Nochmal ein Kommentar von Ihrer Seite dazu? Oder ist noch nee, vielleicht noch eine Ergänzung. Mhm. Ich denke, was die gerade jetzt die Podiumsrunde zuvor, aber auch die Hinweise, die Frau Hieronymi und vor allen Dingen die Hinweise, die wir aus Österreich hatten, von Herrn Unterberger, wir müssen, glaube ich, tatsächlich über die Kriterien und über unser Selbstverständnis und den Public Value auch mehr sprechen, mehr ringen. Weil das, wir haben das an sehr vielen Stellen ja gesehen, dass wirklich mit Glaubenssätzen agiert wird, auch was den Publikumsgeschmack angeht, was gehen soll, was nicht gehen soll. Sicherlich sozusagen, ich würde der Vorrednerin auf jeden Fall zustimmen, die dramaturgische und überhaupt filmschaffenden Kompetenz, die ist sicherlich fraglos bei den anderen, da können wir als Wissenschaftler nichts dazu beitragen. Aber einzufordern, zu verstehen und auch ein bisschen den Nachweis zu verlangen,
dass sich Mut hier an der Stelle nicht lohnt und vom Publikum nicht honoriert werden würde, denke ich, das sollten wir durchaus auch tun und da auch wirklich einen konstruktiven Dialog sehen, weil wir können einfach jetzt mal von der fiktionalen Seite sehen, wenn man das jugendliche Zielpublikum nimmt. Bei der ARD ist der Tatort eine der Jugendinseln. Und das ist in der Tat ja tatsächlich wieder ein fiktionales Format, das für sich durchaus den höheren Anspruch stellt. Wenn wir dann die Nase rümpfen, dass die Privaten die Gymnasiastin erobert haben, was für viele vom Selbstverständnis gar nicht geht, dann können wir hingucken, welche Serien dort laufen, auch wenn da auch Germany's Next Topmodel läuft, aber ansonsten laufen da qualitativ hochwertige und bildungshaltige Serienformate. Und das ist alles für mich sozusagen ein Hinweis darauf, dass sich der Mut, sozusagen was anderes zu probieren und auch sozusagen der Mut, etwas Wichtiges mitzutransportieren und Anspruchsvolleres, nicht im Sinne der Hochkultur, nicht in den klassischen Formen, aber mitzutransportieren, auch beim Publikum lohnt. Mhm.